Kein Zweifel. Corona bedroht auch den Wirtschaftsstandort Deutschland, den kleinen Familienbetrieb ebenso wie den Großkonzern. Kurzfristig soll die Kurzarbeit eine Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal sein, so Arbeitsminister Heil. Aber wie sieht es mit den Mittel- und Langfristfolgen der Corona-Krise aus? Was wird zum Beispiel aus den Ausbildungsplätzen für unsere Kinder? Da sollen doch die Facharbeiter von morgen herkommen. Drohen die Lehrstellen zu Lehrstellen zu werden? Recherchen von Philipp Reichert und Pascal Siegelow. Angelina Reiners hat sich riesig auf September gefreut. Denn sie hatte eine mündliche Zusage für eine Ausbildung in einem Reisebüro. Doch dann kam die Absage wegen der Corona-Krise. Ich habe wirklich Angst um meine Zukunft. Ich bin zwar erst 20 und natürlich steht mir die Welt im Prinzip offen, durch Corona dieses Jahr aber überhaupt nicht. Und ich habe auch Angst und einfach Angst, dass wenn ich älter werde und wieder nichts gemacht habe in dem Sinne, dass die Leute auch sagen, hey, die hat ja nichts gemacht, die ist ja schon viel zu alt, die wollen wir nicht. Denn nicht nur bei diesem Reisebüro hat Angelina Reiners eine Absage bekommen. Auch andere Betriebe schreiben ihr, dass sie wegen der Corona-Krise erst einmal nicht ausbilden werden. Das ist dann wirklich unheimlich frustrierend, weil man möchte sich ja bewerben, man möchte ja was tun, aber es bringt einfach nichts. Das macht mich einfach traurig. Warum haben junge Menschen wie Sie jetzt Probleme, einen Ausbildungsplatz zu finden? Bei unserer Recherche hören wir immer wieder, viele Betriebe sind wegen der Corona-Krise in Not. Bundesweit haben 750.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet, so viele wie noch nie. Auch das Handwerk mit rund 1 Million Betrieben ist betroffen. In Berlin erreichen wir Volker Born vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Er weiß genau, warum die Betriebe derzeit weniger ausbilden wollen. Es ist ein sehr großer Druck, weil viele Betriebe sich aktuell damit beschäftigen müssen, wie kann ich meine Liquidität sichern? Das heißt, wie kann ich auch Löhne, Gehälter zahlen? Wie kann ich meine Miete zahlen? Und die aktuelle Geschäftslage in den Betrieben ist so, dass schwer vorauszusehen ist, wann Betriebe auch wieder in den normalen Geschäftsbetrieb übergehen können und wie die Auftragslage aussieht. Der Zentralverband wollte deshalb herausfinden, wie sich die Ausbildungszahlen entwickeln werden. An einer nicht repräsentativen Umfrage haben gut 2700 Betriebe teilgenommen. 25%, also jedes vierte Unternehmen, will im Sommer weniger Auszubildende einstellen. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen wir dem Arbeitsmarktexperten Professor Stefan Sell. Die Prognose im Handwerk hält er für bedrohlich. Wenn es zu diesem erwartbaren Einbruch der Ausbildungszahlen kommt, ist das ein massiver Schaden für die deutsche Volkswirtschaft. Warum? Hier geht es ja um Entscheidungen, dass heute Leute dann eingestellt werden, die 3 Jahre eine Ausbildung machen und die danach als Fachkräfte zur Verfügung stehen. Wenn wirklich zum Beispiel jede vierte Ausbildungsstelle im Handwerk nicht besetzt wird, dann wird das natürlich Folgeschäden über die nächsten 10, 20, 30 Jahre haben. Dabei bilden heute ohnehin schon deutlich weniger Betriebe Fachkräfte aus als noch vor Jahren. Das zeigt der aktuelle Berufsbildungsbericht der Bundesregierung, der Report Mainz vorab vorliegt. 2018 gab es knapp 54.000 Ausbildungsbetriebe weniger als noch vor 10 Jahren. Diese Strukturprobleme, die es vorher schon gab, die werden jetzt durch so einen krisenbedingten massiven Einbruch der Ausbildungszahlen wie ein Brandbeschleuniger wirkend noch verschärft, weil möglicherweise auch in den Folgejahren dann ein Teil der Betriebe, die jetzt aufgibt bei der Ausbildung, nicht mehr zurückkommen wird. Die Corona-Krise könnte also langfristige Folgen für den Ausbildungsmarkt haben und den bestehenden Fachkräftemangel weiter verschärfen. Doch schon jetzt sind viele junge Menschen von der Krise betroffen. Wie die angehende Köchin Vanessa Schröder. Kurz vor ihrer Abschlussprüfung wurde sie fristlos entlassen. Im ersten Moment war ich geschockt, wusste nicht, was ich tun soll, war den Tränen nah und habe mir halt extreme Gedanken um meine Wohnung gemacht und wie kannst du das alles regeln. Und nicht nur sie hat Existenz- und Zukunftsängste. Sebastian Riesner von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten kennt viele Azubis mit denselben Problemen. Da ist eine hohe Verunsicherung da, hohe Angst davor, dass die Ausbildung überhaupt fortgesetzt werden kann. Teilweise auch mit Drohung aus den Betrieben, dass die Ausbildungsverhältnisse gekündigt werden müssen. Und da kriegen wir von Woche zu Woche mehr Anfragen in dieser Richtung. Verunsicherte Azubis, angeschlagene Betriebe, weniger Ausbildungsplätze.
Die SPD-Arbeitsmarktpolitikerin Jasmin Fahimi fordert deshalb die Bundesregierung auf, Ausbildungsbetriebe finanziell zu unterstützen. Es ist ein fatales Signal an die Auszubildenden, jetzt keine Initiative zu zeigen. Und deswegen müssen wir allen Betrieben, die an Ausbildung festhalten, jetzt auch ein Signal geben, dass wir sie unterstützen und dass sie auf der richtigen Seite stehen, wenn sie auch für das nächste Ausbildungslehrjahr an dem gleichen Maß an Ausbildung festhalten. Was plant die Bundesregierung also, um Lehrstellen zu sichern? Schriftlich teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit: Die Bundesregierung ist mit den Sozialpartnern, den Verbänden und den Kammerorganisationen in engem Austausch über konkrete Probleme. Und auch zu möglichen finanziellen Hilfen sei das Ministerium im Gespräch mit den anderen Ressorts und den Sozialpartnern. Wir müssten jetzt Anfang Mai schon ein klares Signal senden. Es wird ein großes Rettungsprogramm geben für die Berufsausbildung, weil die Betriebe jetzt Entscheidungen treffen müssen. Leider befürchte ich, dass diese Aktion viel zu spät kommen wird. Vanessa Schröder hatte Glück. Die angehende Köchin kann ihre Ausbildung in einem anderen Betrieb fortsetzen. Doch viele junge Menschen stehen vor einer ungewissen Zukunft.